Das ist ja 10 von 10 smart. Multitasking, mein Vater. Ah, okay, die switchen durch. Ist genau wie immer. Und das sieht aus wie Gegner, die einen Stein auf sich drauf haben. Bin am Ziel. Das ist schön für dich. Wie greifen die Dinger an? Baut mal. Baut mal alle. Das stimmt wohl. Oh, that is speed. Ich hätte gern mehr Felspigment, weil das die Route ist, die ich noch nicht kenne. Okay, wenn ich so und dann so mache, geht's trotzdem an schwarz. Ja. Das macht Sinn. Ah, scheiße. Bald geht die Sonne unter. Die Pikmin, die dann keinen Anführer folgen, sind leichte Beute für nachtaktive Kreaturen. Könnt ihr euch erinnern, was ich gesagt habe? Ah, guck mal! Jetzt wird die Erebär sogar sichtbar gemacht. Das gab es in Pikmin 2 nicht. Da gab es einfach den Spawn-Bereich und wenn du da draußen warst, warst du Toast. Die Pikmin, die in der Nähe der Zwiebel sollten in Sicherheit sein. Pikmin sind nach Sonnenuntergang nur in der Nähe von der Zwiebel oder bei Anführern sicher. I know. Ich sollte besser die Pikmin zurückrufen, die gerade nicht in meiner Gruppe sind. Aber zum Einsammeln aller Pikmin hin und her zu laufen, könnte recht anstrengend werden. Also werde ich es einfach so einrichten, dass alle Pikmin zurück zur Zwiebel gerufen werden und dann in der Nähe der Drake A drückt. What? Excuse me, what is your bit? Ah, guck mal, da unten steht die Zahl der Pikmin, die sterben würden. Das finde ich ja nice. Ihr seid doch bestimmt speed genug, dass ihr das jetzt holen könnt. So, die Brücke ist fertig. Yo, die führt mich zurück. Warum gehen die Pikmin da lang? Das macht ja gar keinen Sinn. Was soll das, Leute? Ich hätte das gerne für alle. Ne, also wenn ich so mache, lasse ich nur... Wait. Ne, genau andersrum. Ich habe jetzt die steinernen Pikmin ausgewählt, ne? Und jetzt sage ich Abwurf und jetzt gehen alle weg, außer die steinernen. Hm. Okay. Interesting. Ja, das sind die letzten, die da drinne sind. Dingens hilft beim Rauspicken. Komm jetzt, renn da mit. Frucht erhalten, sehr gut. So, und wie wir jetzt alle rufen. Pikmin, die nicht in der Truppe befinden, näher zur Zwiebel rufen. Oh, lol. Warte mal. Es ist einfach nur eine sehr große Pfeife. Interesting, dass es so eine Funktion gibt. I like this. Kann ich den Tag auch schneller beenden? Ja, die Option gibt es auch. Das gab es in Pikmin 2 auch schon. In 1 auch. Das ist der Original-Sound aus Pikmin 2. Der hat sich so in meinen Kopf gebrannt. Oh, finde ich schön.
Dann nehmen wir erstmal einen dicken Sip. Prost, Leute. Ich habe gerade eine Vermutung. Weil wenn ihr euch gerade angeguckt habt, wie groß der Bereich ist, wo die Zwiebel gelandet ist, kann das nicht ganz hinhauen, dass mehrere Zwiebeln hier landen. In Pikmin 2 gab es 3 Zwiebeln. Rot, Blau und Gelb. Und die 2 anderen Pikmin-Arten wurden in der Rakete verstaut. Da der Platz auf der Landestelle nur für eine Zwiebel ausreicht... Ja, oh, mein Brain, Alter! Ja, man hat einfach eine Zwiebel. Interesting. Es gibt mehrere Zwiebeln. Verschmelzen sie zu einer einzigen. Jetzt ergibt das auch Sinn, warum die Zahl, was die Pikmin tragen, die Farbe ändert. Die schaffen das nicht zu der Zwiebel, sondern die schaffen das alles zu einer Zwiebel. Und entschieden, welche Pikmin gezüchtet werden, entsteht dann dadurch, welche Pikmin da am meisten dran sind. Das macht Sinn. Können wir Pikmins auch ein paar Erdbeeren vorbeibringen? Ich wäre jetzt auch dabei, ja. Der Gelbsaurier. Natürlich. Nom nom nom. Eineinhalb ist die Zitrone. Und eine Erdbeere war 1. Also dürfte das jetzt auch wieder halb voll sein, das nächste schon. Oh, mein Brain. Ich teile dann mal die Rationen ein. Verbrauchen wir jetzt 2. Alf kommt doch mit etwas weniger aus. Wait, what? Alf hat am ersten Tag einen Vorrat für sich komplett alleine gefressen. Und jetzt am zweiten Tag kommen wir mit einer Ration für 2 Leute hin? Willst du mir sagen, dass wenn wir Charlie auch noch dabei haben, dass wir mit einer Ration 3 Leute stillen können? Sounds like capitalism, but okay. Socialism. It's not my food, it's our food. Als wir die Frucht zu Drake zurückgebracht haben und analysiert hatten, stellte sich heraus, dass sie für Bewohner von Copper essbar ist. Vielleicht gibt es auf diesem Planeten noch viele weitere derartige Früchte. Jetzt, da ich auch Brittany wiedergefunden habe, wage ich es endlich wieder ein wenig Hoffnung zu schöpfen. Hattest gestern Erdbeeren. Nice. Ich habe mehr oder weniger Zitronen. Billig Sprite, die schon ein bisschen lange rumstand und die wenig Geschmack hat. Tag 3. Was ist mit Charlie? Müssen wir uns beeilen? Ist er nach 7 Tagen tot? Muss er was trinken? Ist er nach dem 3. Tag schon tot? Endlich haben wir auf diesem Planeten Nahrung gefunden. Oh ja, und diese Fruchtsaft schmeckt wirklich ausgezeichnet. Das stimmt, etwas Vergleichbares existiert auf Kopai nicht. Hoffentlich habt ihr wenigstens gutes Fleisch. Es gibt sicher noch mehr davon. Wir müssen weitersuchen. Und wir müssen unbedingt... Ja, ich weiß... Den Überlichtschlüssel. Ohne ihn können wir nicht zurückkehren. Also, was ich meinte war, wir müssen doch den Captain retten. Ah, ja, genau. Captain. Unbedingt. Ganz vergessen. Dieses Signal, was könnte das sein? Welches Signal? Das muss der Captain sein. Schnell, wir müssen ihn retten. Ja, das sollen wir tun. Am Ende behält er noch die ganzen Früchte für sich. Welches Land ist das? Oder welcher Kontinent? Drücke einmal A drücken reicht, damit der Anführer alle Pikmin pflückt. Das habe ich schon herausgefunden. Danke, der Tipp unten rechts im Bildschirm. Unten links. Entschuldigung. So. 50 davon. Und der Rest davon. Ja. Yo, der verarscht mich. Ich
werde mich noch so häufig verdrücken bei allem. Alter, Brittany, geh mir nicht auf den Sack, Mädel. Wait, Brittany, komm doch mal her. Ich muss dich mal kurz werfen. Geht das? Nice. Werfen war nämlich schon immer bei Pikmin so die Interagiere-damit-Taste. Ah, siehst du, und hier kommt schon das Problem, was ich gemeint habe. Wie wähle ich aus, was ich anvisiere? Scheiße. Da ist etwas auf dem Kopfradar. Ich empfange ein Signal von dort. Bestimmt der Captain. Hm, ist ein Stück. Das sollten wir uns ansehen. Ja. Sind das die Feuerviecher? Ja, das sind die Feuerviecher. He is on fire. Das Pikmin ist in Schwierigkeiten. Ich kann ihm helfen, indem ich ihn anschreie. Bei dem Feuer hatte ich jetzt nicht so das Problem. Ich hatte eher die schlechte Vermutung, dass die jetzt in das Elektro-Ding da hinten reinfallen. Aber nein, alles okay. Alles okay. Wasser. Ich sehe am anderen Ende so etwas, woraus man eine Brücke bauen kann. Wenn Brittany und ich die Seite gemeinsam angehen, brauchen wir bestimmt eine Lösung. Ich bewege den Zeiger darauf sie, rufe sie mit Bits in meiner Gruppe beitritt, dann schmeiße ich sie einfach rüber und schmeiße die Pikmin hinterher. Ja, so weit kann ich tatsächlich noch denken. Ich weiß, die Wissenschaft ist begeistert. Brittany! Sehr gut. Komm mal zu mir. So, in the meantime. So. Du kommst her. Dann gib mir Brittany. Du fliegst jetzt darüber und dann kriegst du Rot. Moin, Beirut. So, das reicht dann auch. Wir müssen es ja nicht gleich übertreiben. Ah, jetzt kommt der gute Alte, ist voll. Jetzt sind 100 Pikmin im Feld und die Zwiebel stößt keine Keime mehr aus. Ist bekannt. Die Zahl der Pikmin scheint sich innerhalb der Zwiebel zu erhöhen. Sieht so aus, als würden neue Pikmin in der Zwiebel entstehen, wenn bereits 100 Pikmin im Feld sind. Ja. Verwenden Speedrunner sehr häufig dafür, dass sie die anderen Pikmin nicht aus der Erde ziehen müssen. Es kann nur eine bestimmte Zahl von Pikmin und Keimen im Feld sein, aber in der Zwiebel ist mehr Platz. Soweit ich weiß, war das damals nur dafür gemacht, dass man halt, dass die ganzen alten Systeme... Oh, jetzt kann ich angreifen. Jo, ich kann angreifen, wenn ich nah genug dran stehe. Wurde das damals von den Systemen so gemacht, dass halt, nicht genügend Leistung da war, dass man halt nur 100 Pikmin darstellen konnte. Heutzutage können wir bestimmt so um die 1000 machen oder so. Das wäre bestimmt möglich. Okay, noch eine Sequenz. Oh, ein Baumstumpf. Das Signal kommt von dort. Gut, du machst das in the meantime. Holen wir mal die anderen Pigments hier vorne wieder ab. Das ist ein Quetschfrosch. Der macht Sachen kaputt. Macht ihr? Ihr macht. Warte, wie war das? Ich wähle die aus und schicke alle anderen weg. Jetzt kann ich mit dem... Wir machen jetzt ein sogenanntes Switcheroo. Wir gehen nach da. Und sie mit den roten... Geht erstmal das Ding ins da abholen. Naja, so. Also hier geht es nicht weiter. Oh fuck, yeah, you're right.
I am an idiot. Alf, ich brauche mal die Steinpigmen. Komm mal ran auf den Meter. Go, go, Leute. Warte, bevor ihr damit weitermacht, gönnt euch erstmal eine Runde. Es gab in Pikmin 2 gab es noch die Möglichkeit, dass man die quasi in so einer Linie langlaufen lassen konnte. Die Option scheint es hier aber nicht zu geben. Ja, ich suche mal auch noch eine Möglichkeit, möglichst viele Leute auf einmal zu ziehen. Ist Ralf schlau? Nein, Ralf ist nicht schlau. That's okay. Habe ich Ralf gesagt? Ich meinte Alf. Alf, kommst du hinterher? Kann ich jetzt zu Alf wechseln und er ist noch im anderen Gebiet? Jo, kann ich tatsächlich. Kann ich so machen? Nice, das geht wirklich. Na sowas, hier sind Aufzeichnungen. Na, wo ist die Falle? Wie viele Tage mögen seit der Landung auf diesem Planeten vergangen sein? Ob meine Familie auf Hockettate wohl auf ist, ich muss unbedingt ein Mitbringsel für meinen Sohn finden. Und diesmal bewahre ich es sorgfältiger auf, damit es nicht wieder aus der Tasche fällt. Das ist von Olimar. Der Planet Hockettate, der ist gar nicht so weit von Koppai entfernt. Ich weiß nur, dass sie dort Gemüse essen und immer irgendwelchen Schätzen hinterherjagen. Dieser Olimar ist den ganzen Weg hierher gekommen, um Schätze zu suchen. Er muss viel Zeit haben. Das sieht wie ein Versteck aus. I think it is. Das schreit Bossraum. Irgendwas stimmt hier nicht. Hi. Hi, was bist du denn? Du bist ein Hundertfüßler oder sowas. Panzerfüßler. Unter dem Panzer ist er angreifbar. Lass mich raten. Und das andere Ding sagt mir jetzt, nimm Steinpigmen, um es aufzumachen. Alf ist angekommen. Ach, schön für dich, wirklich. Sein Panzer besteht aus Kristall. Nein, wirklich. Oh, holy fuck, die wirft es aber weit durcheinander, die Pigmen. Jo Leute, immer drauf da. Immer schön auf dem Cock hinten drauf. Kommt her. Wo kann er nur hin sein? Keine Ahnung, vielleicht guckst du einfach, wo das Holz runterfällt. Ja, die schlauste Abteilung ist es jetzt nicht, aber hey. Der ist... Alter! Du bist tot! Safe call, bist du tot. Komm her. Hier, ich mach dich im Drive-By kaputt. Easy. Jo, das ist eine Drachenfrucht. Und ein Nokia.
Dieses Gerät hat also das Signal ausgesendet. Dann muss der Captain woanders sein. Wir sollten das Gerät zu Drake bringen und analysieren lassen. Kann uns sicher noch nützlich sein. Kann ich den Boss verwerten? Panzerknacker. Also. Tatsächlich würde ich sagen, dass ich das den Roten gebe. Wie schwer ist das? So, das bekommen die Roten. Der Rest geht zur Drake. LOL, die ziehen den wirklich? Im Ganzen ziehen die den? Ja, finde ich schon irgendwie geil. Kann ich mit den Dingern was machen? Ja, angucken. Wait, ist der eine Steinpigment? Ich wollte gerade sagen, ist der eine Steinpigment jetzt nicht genug, um das Balance auf die Seite der Roten oder der Schwarzen zu bekommen? Ralfie Boy, komm mal mit. Und ja, ich weiß, dass er Alf heißt. Ich nenne ihn Ralf. Ist mir egal. Fickt euch. Ach, guck mal. Dich hätte ich fast vergessen. Komm ich da mit Alf ran? Da habe ich mir schon was gedacht. Dass da nicht so hoch fliegt. Was ist das? Okay, ich dachte, das ist ein Stein, mit dem kann man interagieren. Hosenpfuf. Ja, die anderen Sachen kommen halt jetzt irgendwann. Gelbe Pigment haben wir noch nicht für den Zaun. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Stirbst du? Stirbt der, wenn ich ihn liegen lasse? Scheint nicht so. Okay, Elektrizität, die einst das tödlichste in ganz Pikmin war, ist jetzt ein fucking Joke. Don't get me wrong, I love it. Hat die rote Fraktion jetzt mitgenommen? Jo, die rote Fraktion gibt es aber mega Gas, Alter. Drückt mal. Kann ich die hier in den Weg liegen und ihr helft bei den anderen Sachen mit? Ja, yep, wie Pigment 2. Selbes Spielsystem, anderer Name. Objekt geborgen. Die Drake ruft uns an. Ja, moin. Geborgenes Objekt wird analysiert. Ist es ein Nokia? Weißt du, die Menschheit ist schon seit Ewigkeiten ausgestorben. Deswegen hat immer noch Akku drauf. Ist wahrscheinlich ein Nokia. Datenarchiv. Objekt identifiziert. Kommunikationsterminal einer Kultur dieses Planeten. Zusammensetzung unbekannt. Signal wird noch ausgestrahlt. Das ist uns sicher irgendwie nützlich. Alf, du solltest dich das heute Abend mal ansehen. Ah, der Ingenieur. Verstehe. Es ist doch der Schiffs... er ist doch der Schiffsingenieur. Also fällt ihm bestimmt irgendetwas ein. Ja, yeah, don't count on that. Yo! Einfach so komplett Rinder mit? Willst du mich verarschen? Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was können wir eigentlich noch machen. Oh, stimmt, da drüben gibt es ja noch die Froggies. Ne? Euch meine ich. Oh, da ist das erste Pigment gestorben. Vielleicht tragisch. Ich gehe mal davon aus. Alle aufhören.
Okay, das eine Pikmin ist noch gestorben, das ist mir egal. Und zwar du. Guck mal da. Da ist ein Pikmin. Du möchtest dieses eine Pikmin bitte alles stampfen. Ja. Es ist genau... Es ist 1:1 genauso, wie ich es mir gedacht habe. Die Stein-Pikmin können nicht erstampft werden. Because they are fucking hard. That makes sense. Okay, Captains geraten in Panik, wenn sie mit Gegnern in Berührung kommen. Das sind diese Blattgegner, die kenne ich aus Pikmin 2 auch noch. Die haben nicht wirklich was gemacht. Nice. Ich weiß aber nicht, warum man Schmetterlinge angreifen kann, aber es ist grundsätzlich erstmal gut, dass es geht. Because fuck you. Und die Gegner waren in Pikmin 2 immer nervig, weil die konnten, die haben zwar keinen Schaden gemacht, aber die haben Blütenpigment zurückverwandelt in Blattpigments. Die haben so einen Luftstoß gemacht, also allgemein in Pikmin 2, Luftstoß war immer ein Downgrade quasi von Pigments. Also 10 mehr Piklopädie-Einträge. Yo, und wisst ihr, was wir jetzt noch machen werden? Ganz nebenbei, wir gucken jetzt noch da rein. Das sieht mir sehr rätselmäßig aus. Allein komme ich hier nicht weiter. Ja. Würde das da schon ausreichen? Ja, ich kann es ja anvisieren. Also wahrscheinlich kann ich damit nach da drüben schmeißen. Ja, da tue ich dann das nächste Mal. Ich habe gedacht, gerade als ich den Zaun gesehen habe, man kann damit nicht interagieren, aber wahrscheinlich kann man es. Jetzt habe ich hier noch 2 Pikmin im Boden. Wenn wir jetzt in ein anderes Gebiet reisen würden, kommen die dann mit? Oder bleiben die da sitzen? Pikmin 2 war es so, sie sind sitzen geblieben. Wenn du irgendwann wiedergekommen bist, hattest du Blütenpikmin, die du mitnehmen konntest. Weil in der Position, wie sie jetzt sind, sind die komplett safe. Denn merkt euch, Pikmin sind Pflanzen. Gegner fressen Pikmin. Gegner fressen keine Pflanzen. Irgendwas mit Drache im Namen. Die milde Bestie. Mmh. Mon Dieu. Ja, schütt noch mehr, damit es auch schön überläuft. Ist das auch 1,5? Es ist 2. 1,5? Es ist 2,5. Okay. Heute gibt es ein Festmahl. Ja, blaue Grütze von Koppai. Ab morgen gibt es dann was Leckeres zu futtern. Sehr schön. Wir sind ganz gut versorgt. Tag 3. Heute ist der erste Tote gekommen. Nice. Es gelang uns, das von der Kreatur verschluckte Kommunikationsterminal zu bergen. Alf scheint Teile davon verwenden zu können, um die Scanner der Drake zu verbessern. Da er dermaßen in seiner Bastelei versunken ist, schreibe ich heute den Bericht. Aber nur ausnahmsweise, denn die Aufgabe lässt sich Alf sicher nicht nehmen. Prost, Berut. Auf dich. Du kannst nun in der Besiege die Bosse-Mission gegen den Panzerfüßler antreten. Es gibt einen Boss-Rush! Geil! Watch me fail! Nummer 4. Ach du Kacke. Russland. Pangea. Keine Ahnung was. Eisöde der Verwirrung. Das ist das Gebiet, wo wir mit Charlie angefangen haben. Der ist einfach auf einem komplett anderen Kontinent gelandet. Wie sind denn die gebruchlandet? Ich bruchlande ja so und nicht,
Ich fahre erstmal den ganzen Planeten rum. In diesem Gebiet hier empfange ich ein neues Signal. Hä? Könnte das eine bisher unbekannte Nahrungsquelle sein? Nix wie hin. Nein, ich denke nicht. Dieses Mal ist es ganz bestimmt der Captain. Gehen wir nachsehen. Brittany hat einfach nur die ganze Zeit Fressen im Sinn. Das Mädel gefällt mir. Hab ich ja auch. Der erste und letzte Gedanke des Abends ist, des Tages ist es, was esse ich? Befindet sich der Anführer nicht in der... Gut, dann nicht. Yo, bei der Witterung wächst eine Pflanze. Ha. Wie zum Fick ist die rausgefallen? Alles in Ordnung bei dir, Alf. Hallo? Alf? Ralf? Das gibt's doch nicht. Wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Ich höre Elektrizität. Kriege ich jetzt die Blattpigmen? Gelben Pigmen. Ich habe keine Zeitanzeige. Gibt es wieder Sublevel? Also wie in Pigment 2 gab's keine. Gibt es Sublevel, die keine Zeit haben. Und das hat mir immer sehr, sehr gefallen. Da ist was. Jo, sehe ich. Die wollen Suizid begehen, geht aber leider nicht. Gelbes Pigment. Was machen die da? Kann ich da reingehen? Nein. Ist das ein Pigment-Keim? Nein! Was soll es denn sonst sein, Mädel? Oh. Gelbe Pigmen können in Blütenpigmen verwandelt werden, wenn sie unter Strom stehen. Hentai. Eine Zwiebel ohne Licht scheint sie nicht überleben zu können. Die meisten Pflanzen mögen Licht. So, I understand that. Keine. Au. Okay, Elektrizität scheint keinen Schaden zu machen. Ich bekomme zumindest keinen. Aber er scheint mich auszunocken. Frage. Nein, ich kann nicht auf Ralf wechseln. Ah, da könnte ich wahrscheinlich einen Captain hinschmeißen, wenn wir alle mehrere hier wären. Achtung, pass auf. Ich mache jetzt die absolut krasseste Vermutung, die ich je gelesen habe. Den Eintrag, den wir gerade gefunden haben, in dem steht drinne, dass gelbe Pigmen hochgeworfen werden können. Oh mein Gott, ich bin ein Genie! Warum fragt man mich nicht, wie man die Weltprobleme der Welt löst, Alter? Holy shit. Als hätte ich Pigment 2 gespielt. Halt. Frage. Kommt her. Geht das? Kann ich euch da durchlaufen lassen? Nein. Das funktioniert nur beim initiellen Verbinden. Ich dachte, ich kann jetzt da durchlaufen lassen und kann die for free quasi hochleveln. Wir haben ganz zufällig 20 Pigmen. Meint ihr, es ist irgendwie möglich, Pigmen zu töten? Und wir haben Softlock? Das wäre toll. Ah, okay, es gibt also wirklich sowas wie One-Ways. Was bringt es mir, das kaputt zu machen? Ich glaube, die Antwort ist, es bringt mir absolut gar nichts. Schön, dass wir darüber geredet haben. Weiter geht's! Endlich wieder Tageslicht. Da
Da ist doch Ralf. Und da ist auch die Drake. Ralf, hier rüben! Brittany, es geht dir gut. Ihnen geht es gut? Junge, wir sind zusammen gespruchlandet auf einem einzelnen Planeten. Da kannst du mich ja auch duzen. Glaube ich. Ich kann sie sehen, auf der anderen Seite des Flusses. Gemeinsam finden wir einen Weg. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Bau eine Brücke. Genau, beeilen wir uns. Hier will ich nicht bleiben müssen. Am Ende erfrieren wir noch. Wenn wir nicht vorher verhungern. Das Mädel hat auch nur Fressen im Sinn. Also die ist zwar nervig, aber irgendwie ist sie auch wie ich. Ich habe neue Pikmin entdeckt. Wirklich? Nein. Gelb mit großen Ohren. Und sehr leicht. Ey, die sind genauso nervig wie damals. Hä? Als bin ich auch sehr auf Tipp gekommen. Die Viecher haben Pikmin genommen und... Mal gucken, ob es macht. Nee, es hatte gerade zu viele Pikmin drauf. Die Dinger konnten Pikmin nehmen und zurück in den Boden stampfen. Das war auch ziemlich interesting. So, gibt es hier noch andere Sachen, über die ich etwas wissen will? Kleben viele Pikmin an ihm, kann er nicht springen. Ja, ist bekannt. Oder ein Lilianop, das reicht auch schon aus. Das hier fand ich in Pikmin 2 immer mega geil. Vor allem, du hast da immer noch die Tipps von nicht die Tipps, die Kochrezepte von dem anderen, der nicht Olimar ist, durchlesen. Und da waren immer mega geile Sachen dabei, wie Käfer auf Tiramisu. Fels-Pikmin sind immun gegen seinen Angriff. Nein, wirklich? Das habe ich herausgefunden, ohne dass es da steht. Oh, jo, stimmt, du kannst da unten wirklich durchblättern. Halt! Stopp! Es gibt 5 Kommentare. Trotzdem könnte ich jedes Mal die Decke springen, wenn sie auftauchen. Ja. Mal gucken, ob das auch wieder so ist. In Pikmin 2 war das immer so, da hattest du einem Gegner immer den wissenschaftlichen Eintrag von Ulima und das Kochrezept von dem anderen. Mensch, wer heißt er denn? Lushi. Lucy. Louis. Lucy. Louis. Louis? Irgendwie sowas. Und hier gibt's, keine Ahnung, den Standardkommentar von Alf. Den ebenfalls Standardkommentar von Brittany. Und wahrscheinlich gibt es von Charlie noch einen. Bei den anderen müssen wir mal gucken, was die so für Kommentare dazu geben. Stimmt, wichtig für gelbe Pigment, die können die Dinger kaputt machen. Bis später, Joyce. Ich wünsche dir guten Hunger. So, in der Zwischenzeit gucken wir mal, was die hier drüben machen. Ha. Oh. So, ich will aber eigentlich gar nicht zu viele Pikmin machen. Ich würde irgendwie die Brücke bauen lassen, damit wir die gelben vermehren können. Was bist du denn? Ich weiß nicht, was du bist, aber wie alle Probleme in diesem Spiel kann ich einfach sehr viele Pikmin schmeißen und werde schon eine Lösung für dieses Problem finden. Siehst du? Schon ist es kein Problem mehr. Gibt es Subrooms? Nee. Nee, das ist kein Subroom. Okay.
gut. Also damit können wir erstmal noch mehr Pikmin machen. Das ist ja an sich schon mal was Gutes. Ich gehe schon mal dahin zurück. Und was ist das da? Kann ich damit interagieren? Könnt ihr buddeln? Yo, ihr buddelt! Aber wie? Habt ihr gebuddelt? Jo, ihr habt gebuddelt. So, Britney ist am Ziel. Ah, guck mal, die hat auch schon ausgebuddelt. Aber geil, du bleibst da stehen und holst die ganze Zeit neue Pikmin raus. Warum habe ich gedacht, dass die Pikmin da hingehen können? Okay, damit kriege ich Pikmin nach oben. Das sieht aus wie Wasser. Es ist Wasser. Ah, Transformationsblumen. Die kenne ich. Ihr seht aus wie Wasser. Feuer. Schnecken. Die... Lol, du hast was gefressen gehabt, Alter. Okay, 1, 2, 3 an dich. Und... 1, 2, 3 für dich. 1, 2, 3 für dich. Der Rest geht nach da. Tür 5 noch da, 5 noch da. Ich habe noch 10. Ihr holt euch den. Da ist noch ein Gegner. Kann ich... Oh, ich habe genau einen davon. Sehr praktisch. Kann ich dich da irgendwie hinwerfen? Wo ist das eine Pikmin hin, was ich gerade hatte? Es ist runtergefallen. Aua. Aua. Feuer ist heiß. Sehr schön. Da haben wir quasi den ersten Teil der Brücke gebaut. Glaube ich. Komme ich da hoch? So spontan glaube ich tatsächlich nein. Oh, warte. Wenn ich meine Seite komplett habe, könnte ich auf die andere Seite was rüberschmeißen. Nee, das funktioniert ja auch nicht. Halt, stopp, das funktioniert. Kommt mal mit. Und zwar in die Richtung hier rüber. Können wir zumindest Pikmin Austausch machen. Komm mal dahin. Wie viele kannst du eigentlich haben? Maximal auf dem Feld 100. In der Zwiebel? Keine Ahnung. Meines Wissens nach gibt es da nichts. Zumindest gab es in Pikmin 2, gab es keine Limits. So, wir machen hier mal einen ganz kurzen Studentenaustausch. So, und für dich gibt's Gelb. Sehr schön. Selbe Razzia. Du kommst mit. Da war die Kirsche. Gehen wir da hin. In the meantime reißt ihr das Ding. Reißt ihr das Ding hier ein? Jo, halt, stopp! Was macht ihr da? Das war mir nicht bekannt, dass das funktioniert. Jo, der hat jetzt einen gefressen, oder? Jo, der hat einen gefressen. Belasten. Jo, von der anderen Seite mit den Steinpikmin einmal dagegen gerannt. Ende. So, habt ihr fertig? Nein, ihr habt nicht fertig. Scheiße, sorry, das war nicht gewollt.
Ihr könnt ruhig weiterarbeiten, wenn ihr wollt, ne? Also hier Free Real Estate ist ja noch nicht. Habt ihr fertig? Habt ihr fertig. Gut. Ich habe jetzt gedacht, er hat es aus Versehen liegen gelassen, aber nein, alles okay. So, die Dingers, die Dingers, die Dingers. Das sind Wassergegner. Die Dinger lasse ich erstmal da. Actually, das bringt mir nichts, weil ich an die gelbe Pflanze sowieso gerade nicht rankomme. Wait, an die gelbe Pflanze komme ich gerade nicht ran. Was passiert, wenn die das jetzt da aufheben? Also, an welche Pflanze schicken die das? Wie wollen die das nach gelb, nach rot schicken? Hä? Es existiert gerade noch kein Weg dahin. Aber sie wollen es zur roten Pflanze schaffen, also zur Hauptpflanze. Also, wo laufen sie lang? In the meantime. Du bist erfolgreich angekommen. Oh, scheiße. Ah! Sie wissen nicht, wie sie hinkommen werden. Damit nur gerechnet. Geh doch einfach durchs Wasser. Bekomme ich euch daran? Oder? Jo, es hat geklappt. Ah, ist okay. Ah, ist okay. Ihr müsst nicht hinterherkommen. Du auch nicht. Ralf, komm her. Wir haben, was wir wollten. So, und dasselbe für die Gelben auf dieser Seite. Also, die kommen ja auch nicht rüber. Gerade. So, du pflückst. Britney. Spears. Du bleibst da. Gut. Hier dürfte es noch Sachen geben. Was ist das da für ein Symbol? Lampe. Symbol, Lampe. Da scheint eine Frucht zu sein. Yo, das ist eine Kiwi. Ich hätte mir vielleicht zumindest ein, zwei gelbe da lassen sollen, damit ich die annotieren kann. Weil wenn ich keine gelben da habe, werden die niemals anfangen, irgendwas in die Richtung von der gelben Pflanze zu bringen. Sondern werden jetzt quasi alle auf der vorderen Seite sich so denken, scheiße, da komme ich nicht hin. Which by itself is okay, I guess. Allmählich geht uns nur die Zeit aus. So, was ist denn hier drüben? Genau, der andere Part, warum ich Steinpigment haben wollte. Jo, die Dinger machen One-Shot-Kill. Oder auch nicht. Nee, schon das da. Komm, Pikmin, wir gehen hoch. Oh ne, hier will ich gerade ganz, ganz gar nicht hin. Yo, was ist denn das für ein krasser Move? Disgusting. Wir haben Verluste zu verzeichnen. Ein Statement, mit dem ich leben kann. Jetzt geht die Zeit aus. Kommt Leute, baut Brücke. Dasselbe hier für dich. Warum hast du noch nicht die Wand eingerissen? Weil ich es dir nicht gesagt habe. Ist das ein Grund? Nein. Wo hab ich denn noch Sachen, die ich bauen könnte? Lass mich mal überlegen. Hm.
Scherben werden aufgezeichnet. Ach, fuck, wahrscheinlich hier unten. Nee, nee, doch, er war schon richtig. Ihr dürft ruhig weitermachen. Wie die komplett den Weg zurückgehen. Jetzt wird sie gerade ein bisschen hektisch. Gut, ihr seid fertig. Dann ziehe ich euch hier mal zurück, dass ihr nicht auf dumme Ideen kommt. Und mit euch meine ich mich. Und ich vergesse euch. Jetzt kommen wir allmählich in den Bereich. Alles liegen lassen. Sind trotzdem noch welche, die fehlen. Sehe ich die gerade noch so spontan? Jo, ich glaube da drüben. Tja, 4 Pikmin sterben. Egal. Ich gehe davon aus, wir haben die Pikmin wieder zurückgetauscht. Stirbt Britney jetzt. Haben wir jetzt verloren. Ist der nervige Charakter weg? Kommen die Gelben jetzt trotzdem mit? Die Gegner, die ihr da gerade seht, waren einer meiner Kindheitsalbträume. Denn die Gegner können einfach 25 Pikmin mit einmal wegfressen, wenn die in einer Gruppe stehen. Etwas Neues. Eine Kirsche. Die dürfte nicht sehr viel wert sein. Ein Viertel. Wenn überhaupt. Alter, wie viel Saft holst du aus einer Kirsche raus? Ich call Hex. Jeder von euch, der es schafft, mir aus einer Kirsche einen halben Liter zusammenzusetzen. Ihr kriegt eine Trophäe von mir. Wir folgen dem Signal des Captains. Das ist ein unbekanntes Gebiet. In einem unbekanntes Gebiet. Durch diese schlechte Sicht unterlief uns bei dem Steuern ein Fehler, wodurch sich versehentlich der Schleudersitz auslöste und Brittany herausgeschleudert wurde. Ach so. Ein schlimmerer Schneesturm erschwert die Suche nach ihr und man kann sich meine Erleichterung vorstellen, als ich erfuhr, dass sie in Sicherheit ist. Der war nur froh, dass er so ein ganzes Ding alleine auffressen kann. Holy shit. Number 5. Ja, die gelben Pikmin haben wir es noch nicht bekommen. Hätte ich die Drake nur vorsichtiger geflogen. Bevor ich nach dem Captain suche, muss ich zuerst einmal Britney finden. Ich glaube, der Captain ist mittlerweile tot. Cheers, Leute. Ein Weg zu Britney. Es ist Britney. Britney, Bitch. Guten Morgen. Ich habe die Nacht in der Höhle verbracht. Es scheint dort halbwegs sicher zu sein. Aber ich habe Hunger. Ist okay. Also beeilen wir uns besser damit, einen Weg über den Fluss zu finden. Alles klar.
Ich brauch... Nee. Von denen erstmal ein paar viele, weil ich habe da hinten einen Stein gesehen und Gegner. Ja, mit Pikmin tauschen ist gerade nichts angesagt. Ich brauche hier Sachen, die kämpfen können. Ich weiß nicht, was du bist, aber du bist tot. Oh, du machst Elektro. Egal, du bist tot. Du machst Elektro. Web, he don't anymore. So, das hier wundert mich halt, wie ich ja... Man kann, glaube ich, wirklich nicht durchsetzen, was man dann machen kann. Halt, stopp, ihr kommt alle mit. So, das dürfte jetzt tatsächlich wahrscheinlich meinen Teil des Problems lösen. So, Britney Bitch. Komm mal her. Hatten. Ist das fertig? Das ist doch fertig! Oder? Habt ihr fertig? Ja. Das hat Latte gestern im letzten Tag nicht mehr ganz hingehauen. Das wäre überstanden. Die Brücke ist fertig. Jetzt kann ich wieder zum Elfenschiff. Und Ficky Ficky machen. So, die Sachen, die hier waren, also die Gegner, sind weg. Scheiße. So, und jetzt machen wir einen sogenannten Lazy Gamer Move. Und ziehen uns einfach 100 rot, also voll auf 100. Und jetzt warten wir ganz kurz. Und jetzt overpopulaten wir die Gelben. So, ihr geht euch schön holen. Da unten ist Alf und hat da seine Sachen. Dem würde ich jetzt tatsächlich auch mal ganz gerne die Sachen wegklauen. Das ist erstmal alles für die Gelben. Wie schwer bist du? 7, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Da unten war noch einer, das habe ich genau gesehen. Kommt bitte mal mit. So, jetzt haben wir ja eine ganz ansehnliche Armee. Und sehen, dass da drinnen was ist zum Graben. Ich finde es gut, dass die Steinpigment graben, weil wenn die jetzt von was getroffen werden, interessiert die das einfach gar nicht. Könnt ihr noch mehr mitmachen beim Graben? Nein. Okay, es gibt eine begrenzte Anzahl. Sehr schön. Halt, stopp. Ihr habt so lange gebraucht, um das Ding auszugraben? 1, 2, 3, 4. Ja, war ein Mist. Oh, wait. Mir gefällt das nicht, wie man da durchswitcht. Ich versuche immer so zu drehen, dass man quasi in die andere Richtung geht, aber es ist quasi genau andersrum. Daran kann man sich gewöhnen. Dauert bei mir wahrscheinlich aber wieder ein bisschen. Das war der schnellste One-Hit-KO, den ich je gesehen habe. So, das geht an euch. Was ist das? Ach, das sind so Baumstämme. Ja, die gab es in Pikmin 1, glaube ich, auch schon. In Pikmin 2 nicht. Da habe ich die tatsächlich nicht gesehen. Bist du ein Kasten? Oder bist du Elektrokram? Ich finde schön, dass bei den Gelben direkt ausgewählt ist, dass sie da tatsächlich auch hinkommen würden. Okay, das scheint eine Abkürzung zu sein, wenn wir einmal von der anderen Seite kommen. So, was ich jetzt erstmal mache, ist den Move und dann gucken wir mal auf die Karte. Also, da drüben ist Duff.
Da unten sind Transformationsblumen und da drüben ist eine Kirsche. Habe ich Kirsche gesagt? Komplett falsch. Folgendes. Alf, du gehst bitte darüber. Und